Heute hat hier die Abschlussveranstaltung vom Projekt K-Campus Mecklenburg-Vorpommern Schule 1.0 stattgefunden. Ziel des Projekts war es, die schon vorhandenen guten Strukturen zur Begabungsförderung im Land Mecklenburg-Vorpommern auszubauen. Dazu haben wir als Karg-Stiftung 4 Grundschulen und 4 weiterführende Schulen im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung weiterqualifiziert. Ich bin zum Karg Campus MV gekommen, indem ich eingeladen wurde, hier den Auftaktvortrag zu halten. Und habe seitdem den Prozess begleitet, bin öfter auch zu Schulen eingeladen worden, um dort Vorträge oder Schulentwicklungstage zu halten. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Und dass ich heute tatsächlich den Abschlussvortrag noch einmal halten konnte, war für mich natürlich herausfordernd und anregend und aufregend. Was es ja braucht, ist eine große Vernetzung der Schulen untereinander, einen guten Austausch untereinander. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Schulen auf dem Weg sind, bestimmte Projekte auch in den letzten Jahren entwickelt hatten. Also meine Vision wäre, es gibt eine Stelle in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich die ganzen Initiativen, die ganzen Schulen wiederfinden können, als Anlaufpunkt, als Beratungspunkt, als Gestaltungspunkt für Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen. Das wäre schon großartig für das Land. Wir sind eine Schule mit einem hochbegabten Zweig und dadurch war das Thema Begabungsförderung immer schon Thema für uns. Zum anderen haben wir aber profitiert, dass wir ganz neue Impulse bekommen haben, dass wir neu über bestimmte Phänomene nachgedacht haben. Also zum Beispiel das Problem Underachievement. Also warum ein Schüler mit einem IQ von 135 die Hälfte 5 und 6 hat. Im Rahmen dieses Projekts konnten wir tatsächlich ein Programm entwickeln, um Schülern, die erwartungswidrige Minderleister sind, so heißt es, wie man denen helfen kann. Daraus sind 2 Schulversuche geworden, an denen wir jetzt ein knappes Jahr arbeiten, um letztendlich etwas zu entwickeln, was das Land auch voranbringt. Wir freuen uns sehr, dass es ein Nachfolgeprojekt im K-Campus Schule Mecklenburg-Vorpommern 2.0 geben wird, bei dem noch weitere Zielgruppen dazukommen. Zum einen die Beraterin des IQMV und dann kommen noch weitere 20 Schulen hinzu, die dann auch im Thema Fort- und Weitergebildet werden von den Beraterinnen und auch von den jetzigen Schulen, die am jetzigen K-Campus-Projekt teilgenommen haben, noch begleitet werden, sodass das Netzwerk sich hier in Mecklenburg-Vorpommern noch weiter ausdehnt. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen nicht mehr davon, um Quantität zu generieren, sondern wir brauchen diese Qualität, die diese Projekte machen, überall und flächendeckend. In demzufolge sehen wir es als eine Aufgabe an, von Schule den Schülern tatsächlich zu helfen, eine Brücke zu bauen ins Leben. Und deshalb finden wir dieses Projekt tatsächlich sehr gewinnbringend und nutzbringend für Schüler. Ich würde sagen, wir sind erst am Anfang des Weges in der Begabtenförderung. Also da geht noch viel und dafür ist ja dieses Projekt genau richtig.